Bonnie Hame wurde am 21. Mai 1969 geboren und war mit Michael Hame verheiratet. In ihrer Ehe hatten sie den ersten und einzigen Sohn namens Aaron. Michael und Bonnie arbeiteten zusammen und es kam der Moment, an dem ihre Beziehung in die Sackgasse geriet. Michael wurde reizbar. Das Paar stritt sich nur noch, nicht nur zu Hause, sondern auch bei der Arbeit. Und es war kein Geheimnis mehr, dass ihre Beziehung nicht gut verlief. Bonnie war entschlossen, die Scheidung einzureichen. Also fing sie heimlich an, alles vorzubereiten, was sie brauchte, um aus dieser Beziehung herauszukommen. Eines Tages beschloss Bonnie, ein Bankkonto auf ihren Namen zu eröffnen. Und um ihre Pläne geheim zu halten, ließ sie sich ihre Kontoauszüge auf ihre Arbeit senden. Doch ihr Mann erfuhr davon. Er wurde sehr wütend und um weitere Probleme zu vermeiden, musste sie das Bankkonto schließen. Sie tat es, um ihren Ehemann zu beruhigen. Aber das bedeutete nicht, dass sie ihre Scheidungspläne aufgab. Also beschloss Bonnie heimlich, ihren Plan fortzusetzen. Dieses Mal bat sie einen Freund, ihr Geld bei sich zu verstecken. Sie tat es, um die Möglichkeit einer Flucht zu haben, wenn die Beziehung vorbei ist. Sie versuchte so viel wie möglich zu sammeln, um weit wegzugehen, ihr Kleines mitzunehmen, es in den Kindergarten zu bringen und ein normales Leben zu führen. Bonnie wollte unbedingt weg. Doch die Abfahrt musste gut durchdacht sein. Sie wollte nicht alles in Eile tun, im Gegenteil. Sie beabsichtigte, jedes Detail zu überlegen und ihrem Sohn ein gutes Leben zu bieten. Am 7. Januar 1993, Bonnie war damals 23 Jahre alt, musste sie wie gewohnt zur Arbeit gehen. Aber an diesem Tag tauchte sie dort nicht auf. Es wurde bekannt, dass sie am Vortag mit ihrem Mann einen Streit hatte. Gegen 22 Uhr begann der Streit. Bonnie teilte ihm mit, dass sie sich scheiden lassen wollte und dass sie schon sehr müde war. Allmählich ging ihr Streit in erhöhte Töne über und Bonnie beschloss zu gehen. Es war gegen 23 Uhr. Seitdem war nichts mehr von ihr bekannt. Zumindest Michaels Version nach. Am 7. Januar meldete Michael seine Frau nicht als vermisst und sah überhaupt nicht besorgt aus. Er rechtfertigte es damit, dass sie einen Streit hatten und jetzt wusste er nicht, wo seine Frau war. Am 8. Januar beschloss Michael doch, die Behörden über das Verschwinden seiner Frau zu informieren. Die Suche begann sofort. An dem Tag, als Bonnie verschwand, entdeckte eine Hotelangestellte in der Nähe des internationalen Flughafens von Jacksonville eine Frauentasche, die in einen Müllcontainer geworfen wurde. Und die Polizei wiederum fand ihr Auto auf dem Parkplatz, was wirklich großen Verdacht aufwarf. Die Position des Fahrersitzes war in einer offensichtlich nicht üblichen Position und schien weiter zurückgestellt zu sein, als es für Bonnie hätte bequem sein können. Detective Robert aus Jacksonville war verantwortlich für diesen Fall. Nach seinen Worten, angesichts der Tatsache, dass viel Geld in der Brieftasche blieb, war der Sinn des Angriffs ganz sicher kein Diebstahl. Also wurde diese Option unmittelbar nach seiner Aussage ausgeschlossen und er begann zu denken, dass Bonnie etwas viel Schlimmeres zugestoßen war. Sofort wurde spekuliert, dass Bonnie tot sein könnte und der erste Verdächtige zu dieser Zeit war ihr Ehemann. Er behauptete jedoch den Behörden gegenüber, er habe damit nichts zu tun. Er gab zu, mit seiner Frau gestritten zu haben, sagte aber, dass er in der gleichen Nacht, in der Bonnie wegging, seine Mutter Caroline Hame anrief und sie bat, auf ihren Sohn Aaron aufzupassen, während er sich auf die Suche nach Bonnie machte. 45 Minuten suchte er sie auf der Straße, bis er schließlich nach Hause kam, ohne etwas über seine Frau erfahren zu haben. Also die wichtigsten Dinge, auf die man in diesem Fall achten sollte, waren offensichtlich Bonnies Auto und ihre Geldbörse sowie der zurückgestellte Fahrersitz. Außerdem wurde ein Schuhabdruck gefunden. Ganz sicher gehörte er nicht Bonnie,
weil dieser Schuh größer und seltsamerweise vom gleichen Hersteller wie Michaels Schuhe waren. Er und seine Familie argumentierten, dass dies kein Beweis sein könne und dass Michael nicht für Bonnies Verschwinden verantwortlich gemacht werden konnte, weil das Auto seiner Frau gehörte und sich dadurch Spuren seiner Schuhe oder seiner Sachen darin befinden könnten, weil er natürlich oft mit diesem Auto fuhr. Die Polizei schloss ihn nicht von der Liste der Verdächtigen aus, aber Michael konnte auch nicht so offen angeklagt werden, nur weil eine Spur seines Schuhs gefunden wurde. Die Behörden waren sich sicher, dass dieser Abdruck ein letzter war. Mehr noch, es war sehr wahrscheinlich, dass diese Spur in der Nacht von Bonnies Verschwinden hinterlassen wurde. Obwohl man annahm, dass Bonnie das Haus selbst verlassen hatte, war doch klar, dass Bonnie nach dem Streit mit ihrem Mann dennoch nicht allein war. Viele Verwandte begannen zu vermuten, dass Bonnie nach dem Streit wahrscheinlich jemanden auf der Straße traf und diese Person für ihr Verschwinden verantwortlich war. Da es aber keine weiteren Hinweise gab, konnte es nicht bewiesen werden. Um die Wahrheit herauszufinden, organisierte der Detective das Treffen eines Kinderpsychologen mit dem Sohn von Bonnie Haim. Aaron war damals erst 3 Jahre alt. Und in diesem Interview wurde deutlich, dass der Kleine tatsächlich bezeugen konnte, was in dieser Nacht passiert war. Seine Mutter und sein Vater stritten sich. Und irgendwann erreichten sie den Punkt, an dem es zu Handgreiflichkeiten kam. Wahrscheinlich mehr von Michaels Seite aus. Der Junge sagte, sein Vater habe seine Mutter verletzt und Aaron konnte sie nicht wecken. In diesem Gespräch wurden dem Jungen immer mehr Fragen gestellt und dazwischen wurde er gefragt, wo der Körper seiner Mutter sein könnte, worauf er antwortete, dass er im See war. Die Behörden durchsuchten den See und stellten fest, dass dort nichts war. Dann mussten sie die Aussage des Kindes aus dem Fall ausschließen, weil sie glaubten, er habe die Unwahrheit gesagt. Nicht, weil das Kind lügen wollte, sondern weil die Behörden begannen zu glauben, dass die Aussage des Kindes manipuliert werden konnte. Und zwar von dem Teil der Familie, der meinte, Michael sei schuldig. Diese Verwandten konnten das Kind dazu überreden, genau dies zu sagen. Deshalb musste man die Aussage des Jungen völlig ablehnen, obwohl das Kind berichtete, dass sein Vater seine Mutter verletzt hätte. Was ein sehr wichtiger Punkt in der Sache war. Die Familie selbst teilte sich. Einige glaubten an Michaels Unschuld, während andere sich sicher waren, dass Michael Bonnie etwas sehr Schlimmes angetan hatte. Und obwohl Michael für die nächsten 2 Jahrzehnte ein Verdächtiger blieb, hatten Detectives weder eine Leiche noch genügend Beweise, um ihn für ein Verbrechen verantwortlich zu machen. Aufgrund dieser Situation zog der kleine Aaron zu seiner Tante Liz, Bonnies Schwester, und später wurde er von der Familie Fraser adoptiert. Nachdem seine Mutter verschwunden war, fing der Junge an, sich seltsam zu verhalten. Als er adoptiert wurde und bei einer neuen Familie wohnte, hatte er eine Angewohnheit, jedes Mal, wenn er ins Bett ging, einen Ziegelstein unter dem Bett zu verstecken. Weil er sich immer nervös fühlte, als ob jemand in sein Zimmer kommen und ihn wehtun könnte. So fühlte sich das Kind ständig sehr deprimiert und verängstigt. Er schlief unruhig und begann mit zunehmendem Alter an Depressionen zu leiden. Er fühlte sich andauernd sehr schlecht und musste daher ernsthafte psychologische Hilfe erhalten. Mit 6 Jahren fragte Aaron seine Adoptiveltern, ob er auf die Suche nach seiner Mutter gehen dürfe. Er erzählte ihnen, dass seine Mutter Bonnie Haim hieß, eine Frau aus Jacksonville, die im Januar 1993 verschwand. Der Junge erinnerte sich sehr gut an seine biologische Mutter. Als seine neuen Eltern zustimmten, betrat der Junge die Garage und packte die Schaufel. Der Kleine glaubte, dass seine Mutter vergraben sei, doch seine Erinnerungen waren sehr vage. Es verging viel Zeit und niemand konnte erklären, was mit Bonnie passiert war. Ob ihr Mann dafür verantwortlich war oder doch jemand anderes damit zu tun hatte,
Im Jahr 2014 war Aaron bereits alt genug und wurde Besitzer des Hauses, in dem er bis zum Alter von 4 Jahren mit seinen leiblichen Eltern wohnte. Es war eine einstöckige Ranch in Jacksonville, Florida. Im Jahr 2015 beschloss der junge Mann, das Haus neu zu gestalten und begann mit dem Schwimmbad. Nachdem er den Betonblock zerschlagen hatte, fand er eine Tasche, in der sich die Überreste seiner Mutter befanden. Nach einer Weile konnte Aaron erzählen, was er im ersten Moment dachte, als er diese Tasche im Hof seines Hauses fand. Ich zerriss versehentlich die Tasche und sah etwas darin, das an eine Kokosnuss erinnerte. Ich hob diesen Gegenstand auf und es erwies sich als der obere Teil ihres Schädels. Ich schaute auf das Stück, das in der Tasche blieb, und es war möglich, die Zähne zu sehen. Was Aaron im Hof seines Hauses fand, war eindeutig einer der wichtigsten Beweise, um dem großen Geheimnis dessen, was seine Mutter widerfuhr, ein Ende zu setzen. Nach dieser Entdeckung ging Aaron wieder zu den Behörden und machte seinen Vater zum zweiten Mal für den Tod seiner Mutter verantwortlich. Das erste Mal, als er es tat, gab es keine Möglichkeit, seine Worte zu beweisen, da seine Erinnerungen zu vage waren und er noch zu klein war. Man hatte ihm einfach nicht geglaubt. Beim zweiten Mal war es mehr als offensichtlich, dass sein Vater schuldig war. Daher wurde Michael 2015 sofort verhaftet. Doch der Mann bezahlte eine Kaution und wurde bis zum Gerichtstermin freigelassen. Es stellte sich heraus, dass Michael mehrere Jahre lang von der Versicherung seiner toten Frau lebte. Und jetzt wollte sein Sohn Aaron nur, dass endlich die Gerechtigkeit in der Sache seiner Mutter triumphiert und er in Frieden leben kann. In diesen 22 Jahren, als niemand wusste, wo Bonnie war, lebte ihr Sohn wie in der Hölle und litt unter Depressionen und ständigen Ängsten, für die er keine Erklärung finden konnte. Er wusste nur, dass sein Vater schuldig war, aber seine Erinnerungen waren so undeutlich, dass er nicht genau bestimmen konnte, wo sich der Körper seiner Mutter befand. Wahrscheinlich blockierte er diesen Teil seines Lebens, weil er so klein war, oder vielleicht begriff er damals noch nicht, was in dieser Nacht wirklich passierte. Nach Michaels Freilassung gegen Kaution verlangten die Verwandten von den Behörden und dem Richter nur das eine: dass die Justiz vollbracht wird und dass der Mann für mindestens 26 Jahre verurteilt wird, die er auf freiem Fuß verbrachte und ein völlig normales Leben führte, als wäre nichts passiert. Der Prozess begann am 8. April 2019 und am 21. Mai desselben Jahres wurde das Urteil des Richters verkündet. Glücklicherweise wurde Michael für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Dieses Urteil hinterließ einen großen Eindruck. Die Verwandten waren sehr froh, dass sie Gerechtigkeit erreichten. Denn niemand wirklich erwartete, dass er eine lebenslange Strafe erhalten und nie wieder aus dem Gefängnis kommen würde. Nachdem der Prozess abgeschlossen war und die Justiz triumphierte, wurden weitere Details des Falles bekannt. Es kam heraus, dass Michael, als Bonnie im Jahr 2000 verschwand, das Haus, in dem er wohnte, vermietete und der Mieter vor Gericht aussagen wollte. Er erzählte, dass Michael im Mietvertrag darauf hingewiesen habe, dass es verboten sei, im Garten eine Renovierung durchzuführen. Man dürfe nichts graben oder etwas ändern. Nach allem, was passierte, und nach allen Offenbarungen, die gemacht wurden, konnte man verstehen, warum eine solche Bedingung gestellt wurde. Außerdem wurde angenommen, dass Bonnie wahrscheinlich an einem Schuss starb. Aber dies konnte nicht genau festgestellt werden, da das Einzige, was von ihrem Körper übrig blieb, Knochen waren. Und nur mit Hilfe von DNS wurde bewiesen, dass diese Knochen Bonnie gehörten. Das Einzige, was die Detectives taten, war, alle Teile des Puzzles zusammenzuführen. Solche wie das Auto, der zurückgezogene Sitz, der Streit an diesem Abend und der Schuhabdruck. All diese Teile wurden zusammengesetzt. Und als man die Überreste der Leiche fand, wurde sofort klar, dass Michael die einzige schuldige Person war für das, was passierte.
Doch trotz allem bezeichnete sich der Mann vor Gericht als unschuldig und erklärte weiter, dass er damit nichts zu tun habe. Nach Bonnies Verschwinden war es sehr schwierig für die Familie. Sie teilte sich und Liz, Bonnies Schwester, fand sich zwischen den beiden Seiten wieder. Da sie zwar Michael für das Geschehene verantwortlich machte, doch dabei die Beziehung zu den Verwandten des Mannes nicht verderben wollte. Und Liz tat alles, um Michael das Sorgerecht für Aaron zu entziehen.